Es gibt auch einen Kuneko-Kalender, das Plus-Abo. Ja, in dem Abo kostet Kuneko nur 4,50. Naja, gut, ist das jetzt so eine krasse Ersparnis? Eure Steckbriefe, eure Fanarts. Hier gibt's was zu gewinnen, nehme ich mal an. Muss ich unbedingt mich mal ranklemmen. Weil ich glaube, da sind ganz nice Sachen dabei. Das Kochbuch, das One Piece Kochbuch. Da mache ich mit. So, hier Dragon Ball Super, Little Witch Academia habe ich eh schon. Aber hier für die Switch noch ein Paper Mario wäre auch mal nice. Ja gut, Fairy Tail, Fairy Fail halt, ne? Ich weiß gar nicht, was das da ist. Ghost, der einsame Samurai. Okay. Ach, Ghost in Tsushima. Okay. Meine kleine Farm. Ich guck mal, wo ich da so überall mitmache. Wenn man dafür nicht zeichnen muss, ja. Also ne. Sollte schon schnell gehen, die Teilnahme. Da habe ich mal eine Gewinnspielfrage an euch. Wer ist dieser Charakter? Mir ist viel zu einfach. Ja, natürlich Luna als Mensch verwandelt. Rambutan wird hier vorgestellt. All Eyes on Sarayuki. Das ist eine Cosplayerin. Alice Nine. Ach, Alice. Was hatte ich denn eben vorgelesen? Ich glaube, ich hatte einen anderen Namen für die Band vorgelesen. Da habe ich mich verguckt. Gilde. LGBTQ-Musikerinnen. Also hier geht es um Lesben in der japanischen Musikszene. BTS. Sind wir überhaupt noch scharf? Ich glaube ja, ne? Ja, Werbung für die ganzen K-Pop-Sachen. Also K-Pop ist ja jetzt wirklich nicht so mein Ding. Mich haben auch Manhwas nie so richtig interessiert. Also ich habe auch nicht verstanden, wo der Korea-Hype auf einmal herkam. Also für mich bleibt Japan das einzige Land, was mich interessiert. Da im asiatischen Raum. Höchstens noch Vietnam, aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich vietnamesische Freunde habe. Ja, The Rising of the Shield Hero. Und Vietnamesen lustig finde. Midnight, Occult, Civil Servants. Ja gut, halt die Poster-Themen sind natürlich dann hier auch mal vertreten. Im einen Schnurrhaar heißt der echt so auf Deutsch, der Film. Ich wollte weinen und gab vor, eine Katze zu sein. Ja, auch so ein Anime-Film, der ein bisschen Corona zum Opfer gefallen ist und verschoben werden musste. Ah ja, hier werden noch so die neuesten Mangas vorgestellt. Süße Katze Chi. Bist so ein Vollidiot. Das ist die Fortsetzungsreihe, okay. Von Kleine Katze Chi. Dann ist Kleine Katze Chi dann wohl abgeschlossen mittlerweile, oder? Keine Ahnung. Ja, Solo Leveling ist ja der Überraschungshit schlechthin. Also bei dem Preis hätte ich das echt nicht gedacht. Mir sind die persönlich zu teuer. Aber da merkt man auch wieder, dass so eine gewisse Nachfrage halt schon da ist an Farbe. Glaubt mir oder glaubt mir nicht, aber wenn sie mal mehr Mangas komplett in Farbe bringen würden, mehr von solchen Full-Color-Editions, die würden denen aus der Hand gerissen werden wie warme Semmeln. Also gerade jetzt von den Groundbreaking-Mangas, die ja ohnehin schon sehr beliebt sind, wie im Dragon Ball. Ich weiß jetzt nicht, wie die Eternal Edition von Sailor Moon läuft, aber die Eternal Edition ist ja auch was anderes als eine Full-Color-Edition. Ja, One Piece oder sowas würde weggehen wie warme Semmeln, bin ich ganz überzeugt von. Also ich verstehe nicht die Knauserei immer bei Mangas mit Farbseiten. Sollen doch alles, was in Farbe ursprünglich auch gewesen ist, gerne in Farbe dann auch abdrucken. Weil die Leute wollen auch mal Farbseiten und auch mal ein paar Abenteuer in Farbe sehen. Ja, die Luxury Edition von Shubit sieht natürlich richtig geil aus. Habt ihr jetzt auch schon mal in Real gesehen und angefasst? Also das ist schon der Hammer. Mir fehlen leider noch die letzten beiden Einzelbände.
Dann hätte ich die Reihe auch komplett. Und ich hätte halt gerne noch den Schuber dazu und die Postkarten, die mir noch fehlen. Deshalb, aber sonst, wenn ich das nicht eh schon hätte, hätte ich auf jeden Fall jetzt hier bei der Luxury Edition allerspätestens zugegriffen. Allerspätestens. Ja, Paper Mario, die Origami King. Hier werden jetzt noch die Videospiele aus den Gewinnspielen vorgestellt. Ja, Captain Tsubasa hat mich darauf hingewiesen, dass da jetzt so ein Videospiel erscheint. Mich interessiert es persönlich jetzt nicht so arg. Ich habe zwar von Captain Tsubasa beide Animes gesehen, also den neuen angefangen, noch nicht ganz komplett geguckt. Und muss sagen, ich mag Kickers tatsächlich lieber oder die Champions Anpfiff für 11 Freunde. Also es gibt definitiv bessere Fußball-Animes. Selbst Inazuma Eleven hat mich mehr unterhalten, besser unterhalten als Captain Tsubasa, bin ich ganz ehrlich. Also da bin ich gar nicht so gehypt, tatsächlich. Auch wenn es für mich natürlich auch ein Stück Kindheit ist und ich mit dem Anime ja auch aufgewachsen bin. Aber nee, ist nicht so gut gealtert eigentlich. Ja, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon kriegt ein Switch-Spiel. Jump Force Deluxe Edition, ja. Ist ja das perfekte Geburtstagsgeschenk für mich gewesen. Ist sogar direkt an meinem Geburtstag rausgekommen, so als hätten es die Macher geahnt. Und ich hab's orakelt. Ich hab's ja wirklich vor ein paar Jahren vorhergesagt. Jump Force bekommt auch ein Nintendo Switch Release. Und damals wollte mir niemand glauben. Und jetzt ist es halt dann doch ein bisschen später als gedacht tatsächlich noch eingetroffen. Ergo Proxy. Eine Leseprobe. Aha. Ist das ein Doujinshi? Anscheinend ein Doujinshi, oder? Wow, es sieht gar nicht wie ein Doujinshi aus. Also ganz ehrlich. Phänomenale Zeichnung. Ja gut, ist halt die Frage, ob japanischer Doujinshi oder deutscher Doujinshi, aber I don't know. Sieht schon geil aus. Ja, auch hier gibt es nochmal ein bisschen Japanisch-Sprachkurs. Und Werbung dafür, wie man eben Fremdsprachenkorrespondent wird. Fanpost. Und das Horoskop. Da gucken wir doch direkt mal bei mir. Jetzt wisst ihr ja mein Sternzeichen. Sternzeichen Jungfrau. Okay, hier gibt es auch das Geburtskind im Zeichen der Jungfrau. Halbelfin Emilia aus ReZero. Also, was steht bei mir? Zurzeit bist du äußerst selbstbewusst und sehr zuversichtlich, was deine Zukunft betrifft. Du beschäftigst dich gerne mit dir selbst und schätzt die kleinen Dinge des Lebens. Sei es der Marienkäfer, der sich bei der Ramen-Nudelzubereitung an dein Fenster setzt, oder der kühle Wind, der beim Manga-Lesen durch dein Zimmer weht. Könnte man sich theoretisch ausschneiden als Postkarten ohne Rückseite halt, ne? Und nochmal Werbung für das Fairy Tail Game. Und damit sind wir dann endlich mit dieser Ausgabe durch. Ich denke, ich werde das in drei Parts schneiden, weil das jetzt eine Dreiviertelstunde lang geworden ist, dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und ja, gönnt euch, wenn euch mein Einblick in die 100. Ausgabe Koneko überzeugt hat. Vielleicht noch so als Feedback. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen, dass hier überhaupt nichts drin war, großartig zu Sailor Moon, One Piece, Dragon Ball, Naruto und Pokémon. Obwohl man die halt so prominent aufs Cover geklatscht hat. Ja, es ist auch so ein bisschen Falschwerbung eigentlich, weil wenn man die aufs Cover klatscht, dann sollte auch irgendwas dazu drin sein, finde ich. Also ich hätte schon erwartet, dass da irgendwie noch so zweiseitiger Bericht ist über, keine Ahnung, die neuen Sailor Moon Blu-ray Releases, dass es jetzt auf Six kommt und vielleicht noch ein bisschen was zu den neuen Filmen in Japan oder bei One Piece auch. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema aktuell, da ja wirklich der Mangaka immer wieder betont, dass One Piece auf den finalen Story Arc zusteuert und der Wano Kuni Arc so bedeutsam für die Story sein soll, und auch an der Dragon Ball Front gibt es sicherlich immer was zu vermelden und zu erzählen. Also das finde ich ein bisschen enttäuschend. Oder ein bisschen was über Pokémon Reisen wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, weil das ja, also ich habe
den Eindruck, dass noch kein Pokémon-Anime so hohe Wellen geschlagen hat bisher wie Pokémon Reisen. Also ich glaube, kein anderer Anime wurde jemals so gehypt. Ich meine, ist ja auch kein Wunder, da Ash ja unmittelbar davor die Pokémon-Liga gewonnen hat, will natürlich jetzt jeder sehen, was er als nächstes macht. Bisher ja noch nicht so viel in den deutschen Folgen. Aber wir werden sehen. Ja, genau, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen spendet bei Patreon oder müsst ihr noch nicht mal mir Geld spenden. Ihr könnt ja auch einfach mal über meine Amazon-Links einkaufen, zum Beispiel die Koneko, falls man die noch kaufen kann. Ich poste aber auch so ab und zu mal so Links zu diversen Sachen und das würde mir schon helfen. Weil es nicht mehr viel fehlt und ich kann mir zum ersten Mal einen 25 € Amazon-Gutschein auszahlen lassen. Was natürlich ziemlich cool wäre, weil dann hätte ich einen Teil von den Kosten für mein neues Mikrofon abgedeckt, das ich mir extra für euch zugelegt habe. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss!